Okay, so eine Patentante möchte ich nicht haben, ganz ehrlich. Wir können bei ihr Gegenstände kaufen, Goldharz und Reparaturpulver und auch die Zauber von Olasil. Also gerade die, die wir nicht gekauft haben von Dusk, weil Dusk ist ja jetzt verschwunden und als Ersatz können wir die Zauber von ihr halt kaufen. Und einen Elfenbeinbeschleuniger, den wir schon haben. Gut, reden. Thou shalt see further on. An abyss was begat of the ancient beast and threatens to swallow the whole of Ulysses. Knight Artorius came to stop this. But such a hero has nary a murmur of dark. Without doubt he will be swallowed by the abyss, overcome by its utter blackness. Indeed, the abyss may be unstoppable. Still, I have faith that Princess Dusk may be rescued yet. Ja, leider ist der Abyss unaufhaltsam, weil wir hier von dem Abgrund der Finsternis reden. Und die Finsternis ist ein Teil der Dark Soul. Und solange die Dark Soul existiert, was wir ja wissen, dass es ja Dark Souls 2 gibt, dass sie weiter existiert, wird auch der Abgrund weiter existieren. So meine Theorie jedenfalls. Okay, sie hat nichts Neues zu sagen. Außer dass der Ritter Artorias sich auf den Weg gemacht hat, um Dusk zu retten. So, loggen wir uns noch mal kurz hier ein. Sicher ist sicher. Und dann machen wir uns auf den Weg durch das Mausoleum raus ins nächste Gebiet. Das Addon hat insgesamt 5 Gebiete. 2 haben wir jetzt schon hinter uns. Das waren aber nur die 2 kürzesten. Das längste Gebiet haben wir noch vor uns. Beziehungsweise die beiden längsten. Dann kommt noch mal ein etwas kürzeres, was aber länger ist als die beiden Gebiete jetzt. Jetzt betreten wir erst einmal ein Gebiet, was wir schon kennen sollten eigentlich. Was uns bekannt vorkommen sollte. Nämlich das Finsterwurzbecken. Beziehungsweise die alte Version. Weil wie die gute Pilzfrau gerade angemerkt hat, sind wir aus einem fernen Zeitalter. Wir müssten also in die Vergangenheit gereist sein. Und wer es nicht ganz erkennt, ich gebe euch einen Tipp. Im Finsterwurz Garten steht hier die große leuchtende Tür, die wir noch nicht betreten haben. Also genau hier vor uns. Das heißt, es hat sich einiges verändert. Also ja, ich werde hier gucken im königlichen Wald. So heißt das Gebiet hier nämlich. In der Vergangenheit. Euch ein bisschen zu erklären, wo was genau steht oder stand. So, aber erst einmal will ich mal gucken, wie gut ich mit so einem hier zurechtkomme. Die sind nämlich noch ein Indikator darauf, dass wir in der Vergangenheit sind. Die müssten euch nämlich auch bekannt vorkommen. Au, erstmal hat das wehgetan. Aber nur ein bisschen. Das hier sind nämlich unsere Golem-Freunde. Wow. Aber in einer viel härteren Variante. Wow. Wow. Also ja, man merkt, sie ziehen uns ordentlich Stamina ab. Und haben eine verdammt grobe Kelle. Und hier sollten wir aufpassen, dass wir wegkommen, wenn sie das machen. Weil das macht nicht unerheblich Schaden. So. Aber den ersten haben wir schon mal ausgeschalten. Es gibt, glaube ich, in dem Gebiet hier jetzt 4 Stück. Und dann kommen noch ein paar mehr, wenn es dann weitergeht. Aber erstmal zeige ich euch das obere Gebiet hier. Das ist nämlich schon mal ganz interessant anzusehen. So, da drüben sind noch mehr Gegner. Also ein bisschen aufpassen. Genau, hier bewegen wir uns nämlich auf die Ruinen zu, in denen wir Alvina getroffen haben. Wobei es hier, wie man sehen kann, noch keine Brücke gibt. Also ja, das Fenster da drüben. Ich zoome mal kurz ran.
Da hinten liegt übrigens ein Item. Das Fenster da drüben ist das Fenster, in dem Alvina im Finsterwurzgarten sitzt. Und das hier ist dann halt die Verbindung dahin gewesen. Also Alvina ist die Katze, für die, die sich nicht mehr richtig dran erinnern. Hier fehlt nämlich noch die Brücke, die wurde hier nämlich dann durchgebaut. Und dann konnten wir so den Weg durch den Garten nehmen. Und hier ist ein Aufzugsschacht. Der Aufzug ist allerdings deaktiviert. Das wird nachher eine Abkürzung, die sehr wichtig ist. Okay, ich habe schon mal wieder was geaggrot. Wow, die Jungs sind... Dieser Angriff kann böse sein, auch wenn er gerade sehr lächerlich aussah. Wow. Ah, okay. Ich kapier's. Wow. Vor denen am besten immer rückwärts wegrollen. Oder hoffen, dass wir im toten Winkel stehen. Au. Was wir gerade nicht taten. So, und jetzt weg mit dir. Ja, mit dem Ausdauerring klappt das ganz gut. Als ich das allererste Mal in diesem Wald war, hatte ich den Ausdauerring noch gar nicht. Und habe ziemlich gefehlt, weil die mir die Ausdauer weggeschlagen haben. Die harten Kerle. Na, komm her. Ich weiß doch, dass ihr es wollt. Okay, ich habe gleich zwei angelockt. So, dann sollte ich mich vorsichtshalber etwas zurückziehen. Weil da kommt der große Bruder. So, hau ordentlich zu. Au. Da trinke ich vorsichtshalber mal einen Schluck. Lass ihn die Erde aufreißen und hau ihn. Und er geht ein bisschen rückwärts. So. Ja. Das war knapp. Also ja, die Typen sind definitiv nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Und sie droppen Funkeltitanit. Also ja, die wären eine Alternative dazu, die an Funkeltitanit zu kommen. Allerdings bevorzuge ich diese Alternative ganz und gar nicht. Hallo? Ah, jetzt sind sie auf mich aufmerksam geworden. Au. So, weg mit euch beiden. Jetzt kommt noch der da. Genau. Wo? Genau, Schlag zu. Autsch. Also ja, dem Schlag sollten wir eher ausweichen, als versuchen, ihn zu blocken. Was nicht immer ganz gut gelingt, hä? Oh, und da standen wir schon fast ein bisschen zu nah. Und ja, man merkt, wie beweglich die Kerle sind. So, wegrollen. Und ja, sie machen nicht immer dieses Erdbeben. Wow. Aua. So, genau. Schlag einfach mal daneben. Und mach das Erdbeben. So, wir rollen mal von dir weg. Genau, mach wieder das Erdbeben und wir hauen dich tot. So. So, das war der letzte hier oben. Aber wie gesagt, hier oben gibt es nur ein bisschen Loot.
Ich wollte euch das Gebiet trotzdem mal zeigen. Naja, das hier ist eh ein Let's Story, deswegen mache ich alles der Vollständigkeit halber. Wir werden uns aber noch mit weiteren von den Jungs anlegen müssen. Und zwar vielen weiteren. Öffne ich mal hier und krieg eine blaue Scholle. Ah, ein Trucker, der ruft bei mir. Okay. Das hier ist übrigens der See. Im Finsterwurzgarten stehen hier die beiden Bud Spencer Pilze und haben die magische Glut bewacht. Die verzauberte Glut, also die, die wir Rickard auf Würnheim gegeben haben. Oder Krixoff? Nee, Krix ist der Magierlehrling. Rickard ist der Magierschmied. Oder war es doch andersrum? Keine Ahnung. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich noch 11 Flaschen und 7 Heilungen habe. Das heißt, wir können jetzt hier weitermachen. Nämlich die Jungs hier ausschalten und den eigentlichen Weg lang gehen. Dong. Kommt noch einer? Nö, scheint nicht der Fall zu sein. Also ja, das Gebiet hier oben ist abgeschlossen. Wenn wir den direkten Weg gehen wollen nachher, falls wir sterben sollten, können wir von der Brücke einfach links hochgehen. Und kommen dann auch hierher. Wobei es hier dann etwas garstig wird. Erstmal versucht der hier uns nämlich in der Falle zu locken. Also ein bisschen Vorsicht. Weil da oben sind, kommen weitere von diesen Grasbauern. Und noch mehr. So. Und so. Und da kommt sogar noch einer. Der legt sich aber auch gleich schlafen. So. Lila Moosklumpen mit Blume. Ja, wer sie nicht erkennt, das sind die Treants oder die Buschmenschen aus dem Finsterwurzgarten. Nur halt in Klamotten gehüllt. So. Wow. Das war nicht so toll. So. Das hingegen schon. Wow. Das war gut ausgewichen. Trinken wir mal einen Schluck. Genau. Zerreißt die Erde. Au. Der zweite Schlag war zu mutig. Dafür tötet dich der Schlag jetzt. So. Wir wollen ja die andere Seite erreichen. Und wer sich daran erinnert, im Finsterwurzgarten gab es zwei Brücken. Die Brücke bei Alvina, die hier noch nicht existiert. Und Wächtergamaschen. Ja, wir können das Set von diesen Golems zusammensammeln. Und diese Brücke hier, die ins Becken führte. Also da, wo wir die Hydra besiegt haben. Das hier ist übrigens der Kampfplatz, wo man gegen die Katzen angetreten ist. Wobei es da diesen Weg runter gar nicht mehr gab zu dem Zeitpunkt, sondern nur den Weg zwischen den Bäumen hier durch und den Weg zwischen den Bäumen hier durch. Die Blumenwiese hier war schon komplett plattgerollt, wahrscheinlich von den Katzen. Und, boah, hallo Kalavet. Ja, der hat ein böses Auge, mit dem er uns anstarrt und einfach davon fliegt. Und ja, wenn man darunter sieht, sieht man das Becken. Wow. Achso, das war sein Flügelschlagen. Ich dachte, das wäre der da, der auf uns aufmerksam geworden ist. Da sieht man, dass sich die Entwickler hier was eingefallen haben lassen. Die Jungs patrouillieren hier nämlich ein bisschen. So.
Komm ruhig runter.